Willkommen zurück, Leute, zu Star Wars Battlefront 2. Ich bin der Dennis und ich freue mich, dass ihr dabei seid bei einer neuen Episode, wenn wir den lieben Obi-Wan Kenobi ein bisschen leveln auf Geonosis. Und was ist das für eine Map? Ich weiß... Wow. Ich weiß gar nicht, was das für eine Map ist. Wir werden das gleich herausfinden. Und zwar spielen wir auf... ja. Wo steht denn das hier? Hallo? My Stats? Ja, wo... Wir werden es gleich sehen. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr dabei seid. Wenn ihr die letzte Folge verpasst habt, dann habt ihr wirklich was verpasst. Hat unheimlich viel Spaß gemacht. Wir haben auf Tatooine richtig rasiert. Jetzt gibt es eine andere Map. Und wenn ihr natürlich noch Bock auf weitere Folgen von Star Wars Battlefront 2 habt, lasst gerne ein Däumchen auf dieses Video. Dann weiß ich Bescheid. Denn Support ist bekanntlich kein Mod. Und ihr findet die Playlist mit der letzten Folge unter dem Video verlinkt. Und wir spielen Todesstern. Boah, das sieht so geil aus. Die Sache war anders geplant, aber jetzt sind wir hier. Wir kämpfen uns vom Todesstern frei. Ja, Mann. Ein neues Schiff und die Möglichkeit. Ja, Mann. Trupps müssen den Generator des Traktorstrahls und die Kontrollstation. Boah, das sieht einfach so nice aus, das Spiel, ne? Dann haben wir eine Chance. Warum gibt es kein Star Wars Rollenspiel in dieser Grafik, wo man durch die Planeten fliegen kann und so, oder zu den Planeten hinfliegen kann? Wie bei Star Citizen so ein bisschen, aber nur im Star Wars Universum, ey. Oh, Mann, was will ich dafür geben? Alles klar, ich werfe mich selber in die Luft. Ist kein Problem. Ja, Leute, es geht schon gut los. Nice. Nice. Ja, ich glaube, wir dürfen heute noch spawnen. Dann spawnen wir einfach beim Igor. So, hier einer Futz. Imperiale Truppen haben ihn zurückerobert. Yo. Zack. Ich stehe sehr ungünstig hier, wenn du mich fragst. Ich bin tot! Nein, bin ich nicht. Sie haben die Abschaltung der Traktorsteuerung angehalten. Cool. Wie lange das dir gut geht, ich habe keine Ahnung. Haben wir alle? Wie viele Essence Points ich gemacht habe. Nice! Jemand hat unser Signal empfangen. Ha, schön. Er macht halt einen riesigen Move. Boah, wie viele Punkte habe ich denn gemacht? 2433. Ja, sicher. Moin, Alter. Möge die Macht mit euch sein, Freunde. Obi-Wan ist einfach der coolste Star Wars Charakter, ohne Witz. Hä, was ist das denn? Also, was haben wir denn hier? Oh nein, nicht er wieder. Vorsicht, nicht übermütig werden. Der Imperator gibt mir so hart auf die Nüsse, ne? Da kannst du dir nicht erklären. Weil ich mir mal wegrotzen können. So. Alter. Ja, General Grievous und Count Dooku auf Obi-Wan. Ist kein Thema, Mann. Okay, Leute, die wollen jetzt, dass ich Sirius spiele. Alter, lass Yoda mal eben alle wegholen. Komm, wir gehen hier mit Lord Hamchen mit. Wieder rennt. Ja, schön. Spielt ihr eigentlich immer so? First oder Third Person? Oh Mann, das sieht so geil aus, ey. Egal. Ah! Wie viel hat der denn jetzt gleichzeitig weggeholt, Leute? Ich glaube, wir können uns vom
What? Holy moly. Lordy, der rastet ja richtig aus. Oh nein, da ist der Imperator schon wieder, Leute. Ja, Mann, der ist tot. Hehehehe. Aua. Kommt man da irgendwie hoch, wo die gerade alle sind? Probier's mal. Hey, was ist jetzt los? Hä? Voller Glitch auf einmal. Jetzt müssen wir da hoch, da hoch. Sie ist schon ein bisschen OP, ne? Diese Night Vision. Hey, was war das? Oh, fass mal, du bist ganz am Limit, meine Freundin. Ganz am Limit. Ohne Witz. Aber dafür hast du, wenn du mich getötet hast, kann ich dich beleidigen. Du hast 7 Minuten Screentime in ganz Star Wars. So. Komm. Ey, rast du richtig aus. Sehr gut. Und weiter. Rein da, Leute. Schön weggeholt. Aber genau das werden wir tun. Und noch mehr. Wir sabotieren die Hauptwaffe und verschaffen damit. Rein da. Luke, du musst voran. Aua. Versuch sie zu umgehen. Warte. Das klappt. Boah, was ein legendärer. Senden Abschaltungsbefehl. Ja, noch mehr. Nicht zu, dass sie den Prozess unterbrechen. Gut, da kommt ein Held. Warte. Ich habe eine Idee. Schalten die Turbolaser ab. Yes. Gerade ist eine Meldung gekommen. Einer unserer Agenten ist hier, um zu helfen. Okay, fass mal Bock. Oh Mann, ey, die Waffe war scheiße. Aber der Move war geil, diese zum Gehen. Warum kann ich... Ach komm, nehmen wir hier Yoda. Müssen wir versuchen, mit Yoda die zum Gehen, Mann. Das wäre auch geil. Komm. Bleiben du. Es sind alle hier, das ist natürlich suboptimal. Ja, guck mal her. Ich kann das einmal mit den Helden nicht. Das ist so nervig. Ich bin so ein Idiot, Alter. Aber es sind auch zu viele Helden hier in dem Modus aktuell. 3, 4, 5, 6 Stück, Alter. Ich hab keine Ahnung. Zählen kann er auch. Sie haben die Abschaltung der Hauptwaffe unterbrochen. Mal, wie schön das alles poliert ist hier. Oh, guck mal, der Skin von Obi-Wan. LOL. Ist das Clone Wars, ne? Versuchen, die Hauptwaffe abzuschalten. Mach. Oh Gott, das ist aber gemein. Sie haben nicht damit gerechnet, ihre Waffe. Planes Objective, ja, nice. Wir es nicht schaffen, hat die Flotte jetzt eine Chance. Schalte die Bombs in der Nähe. Was ist denn da drin los? Dann wagen wir den Ausbruch. Es sind bestimmt 1000 Truppler zu diesem Sektor unterwegs. Ja, Mann. Gute Nacht, Freundchen. Und die Hangarsteuerung, damit wir den Start vorbereiten können. Hä? Was? Das hab ich ja noch nie getan. Ach, die werfen die ganze Zeit. Geht immer mehrere Wege nach oben, Leute. Er macht unter das Schild an. Ich hab ein Schild, ich bin cool. So, komm, wir gucken mal, ob wir jetzt einen Held nehmen können.
Ah, es sind schon wieder so viele. Oh, Ray, das ist gut. Ich mag Daisy Ridley voll, Mann. Die ist cool. Okay. Ich will nur den Imperator töten. Hä? Alter, ich bin durchgeflogen, alles. Du hast keine Chance. Du hast keine Chance. Aktivieren den Lift. Hoffentlich bringt er unser Shuttle. Ist das schwer, ey. Das muss ich echt üben mit den Helden. Wir müssen da runter. Ein besonderer Kämpfer ist gerade eingetroffen. Der Potsau ist ja schon wieder da. Nein, Boba Fett. Es sind viel zu viele Helden, Leute. Was soll man denn dagegen machen? Boah, das ist so richtig schwer. Ich würde gerne nochmal Obi-Wan spielen. Geht das? Er ist geblockt gerade. Nehmen wir mal hier, komm. Wookie, ey. Abfahrt. Boah, wie viele. Ich kann nicht laufen. Ja, warum bin ich so langsam? Ach so. Na, pass mal. Sind jetzt beim Lift. Hoffentlich funktioniert das. Ich mach das, Leute. Sehr nice. Dann nehme ich mal Teamarbeit. Wie lange dauert das denn, ey? Machen wir. Yeah! Wer ist der beste Wookie der Welt? Boom! Da würde ich mal sagen, Leute, war doch mal exzellent, aber da hängen wir natürlich noch eine Runde dran, ne? Wir spielen immer die Map auf beiden Seiten, also Imperium und Rückseite. Ray hier hat richtig rasiert, wir waren leider in dieser Runde nicht so gut. Aber ja, Finn auch am Start, sehr cool. Ray ist jetzt bei uns auf Level 11, wir sind auf dem Weg Richtung Level 12, wir haben für den Enforcer, was ist der Enforcer Skill, ab. Und wir haben eine Challenge erledigt, hier Scavenger's Instincts, und dafür haben wir 250 Credits bekommen. Ich weiß auch gar nicht, wo mein Spiel auf Englisch ist. Aber das wird schon seine Gründe haben. So, jetzt geht's rüber auf die Seite des Imperiums. Und wir spielen den wunderschönen Erzolt. So. Eieiei, Leute. Ist auf jeden Fall ziemlich interessant. Ich wollte euch nochmal ganz kurz sagen, was. Ich bin am Überlegen, ob ich die ganze Zeit die Waffe mal wechseln soll. Aber die hat so einen schnellen. Guck mal, der Damage ist aber voll schlecht. Aber die Feuerrate ist mega. Komm, wir probieren mal die hier. Aber das können wir alles noch nicht machen. Ja, die hat halt richtig Schaden, ne? Aber ich glaube, die Feuerrate von EL16 HFE ist nicht so gut. Müssen wir ausprobieren. Ja, dann müssen wir natürlich jetzt testen, ne? Und dieses Jahr ist ja das Star Wars Jahr, Leute. Es kommt ja The Mandalorian, die Serie. Star Wars Episode 9. Star Wars The Fallen Jedi, das Star Wars Spiel. Clone Wars, glaube ich, eine neue Staffel. Voll krass, Mann. Ich weiß nicht. Viele sagen ja, ah, das ist ein bisschen zu viel und so. Aber ich freue mich drauf auf das alles irgendwie, weißt du? Aber ich bin auch Fanboy. Also mich kann man da gar nicht irgendwie ernst in... Betracht ziehen, eine konstruktive Meinung dazu zu kriegen. Ich fand auch Solo als Star Wars Story cool. Aber mein Lieblings-Star Wars Film ist tatsächlich Episode 5. Und dann kommt schon Rogue One, weil ich fand Rogue One eigentlich auch ganz geil. Das Setting so, voll düster. Schlimmster Star Wars Teil ist für mich Episode 1. Fand ich gar nicht so gut. Ich habe die Episode 1 bis 3 so ewig lange nicht mehr gesehen, ne? Oh, das ist aber sehr interessant. Habe ich mich jetzt. Ich töte mich jetzt gerade selber? Ja.
Das ist sehr interessant. Das ist so viel in die letzte Runde auch an. Ist sehr interessant, die Waffe. Der Schuss davon. Ich muss daher mal eine andere Klasse spielen, aber. Guck mal. Was ist das denn? Ich hab mich jetzt schon wieder selber weggesprungen. Bitte sag nicht, dass das wahr ist. Officer finde ich eigentlich auch geil. Aber ich möchte kurz die Waffe testen mal. Ich finde die nicht so gut, oder? Dafür, dass es die letzte Waffe ist, die man freischaltet. Ich meine, die macht schon Schaden, aber... Jetzt ist ja da erst um die Ecke gekommen. Was? Sie scheißen den Generator ab? Das ist aber schlecht. Ja! Emil ist da! Oh mein Gott, ich treffe gar nichts. Ja, ich bin am Arsch, würde ich sagen, oder? Ich glaube, besser hätte man sich... Nee, die Waffe finde ich nicht so cool, Mann. Ich finde die nicht so cool, irgendwie... Warte mal, ich probiere mal die A-280. A-Airbus A-380. Danke. So, danach wechsle ich mal die Klasse, würde ich vorschlagen. Oh Gott, wie viel kommen denn da? Okay, die haben Bock. Die haben nicht Bock, die haben richtig Bock. Wer ist gebuchtet? Irgend so ein Spezi wird uns unterstützen. Keine Ahnung, wer es ist. Feind auf Scanner! Kurz zurückziehen. Oh Gott, ich werde umgegangen. Ja, ich bin am Arsch. Guck mal, es gehen drei Helden auf einen. Was soll man dagegen tun? Alter, was hat der gekommen? Wie krass der Obi-Wan gelevelt hat. Kylo Ren. Ah, Kylo ist da. Okay, nice. Gib mir den, komm. Geil. Das muss ich mal beweisen, dass ich auch mal einen Held spielen kann. Enttäuscht mich nicht. Aber es ist nicht der beste Weg, direkt so drauf zu gehen, wie ich das gerade mache. Der Ray ist tatsächlich von allen hier die gefährlichste. Es sind vier Helden auf einen. Was soll ich denn tun? Weggehen, ja. Aber wie denn, wenn die mich freezen? Oh Gott, Mann. Ey, die werden ihre Rache kriegen. Ich schwör's euch. Hä? Tür zu. Computer sagt nein. Hallo. Jo. Lol. Ich habe Obi-Wan noch mitgenommen, glaube ich, in den Tod. So machen wir das beim Imperium. Da wird man ausgebildet, einen Thermaldetonator noch mit in die Hand zu nehmen, bevor man in die Luft fliegt. Ist wieder ein Held. Oh nein, Yoda, der kleine gibt's ja. Wo ist der? Ja, wo ist Jod? Freunde! Ihre Zeit ist abgelaufen. Das lief nicht so, wie wir uns das erhofft haben. Dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Episode von Star Wars Battlefront 2. Vielleicht ist die Episode schon da. Öffnet gerne die Playlist. Alle zwei Tage kommt das Let's Play, wenn ihr das denn möchtet. Also mit einem Däumchen zeigt ihr, dass ihr es möchtet. Möge die Macht mit euch sein. Bis zur nächsten Folge von Star Wars Battlefront 2.